Hallo und herzlich willkommen zurück zur F1 2020 My Team Karriere hier auf dem Pixelhelden Kanal mit mir, dem Ray. Unsere nächste Station führt uns nach Frankreich. Doch bevor wir auf die Strecke springen, gibt es natürlich wieder ein bisschen was im Teammanagement zu erledigen, zumal wir ein bisschen Geld auf der Seite haben und vor allem auch ordentlich Ressourcenpunkte angespart haben. Und da gehen wir auch direkt mal rein, würde ich sagen, in die F&E-Abteilung, in die Forschung- und Entwicklungsabteilung, um vielleicht ein bisschen was am Chassis zu tun. Problem, wir haben noch was in Entwicklung und wir sind noch nicht so weit in unserer Abteilung, dass wir zwei Teile gleichzeitig entwickeln können. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das machen. Wann wird denn das genau fertig? Am 26. Juni. Das ist, ja, genau nach dem Rennen. Perfekt. Ja, und wenn wir jetzt die Einrichtung allerdings auf erhöhte Anzahl simultaner Upgrades machen, wird aber erst am 20. Juni fertig. Das ist dann auf jeden Fall vorher. Wenn ich das richtig verstehe. Und leisten könnten wir es. Aber dann sind wir ziemlich pleite, wenn wir das machen. Aber dann könnten wir das trotzdem schon mal entwickeln, das zweite Teil. Weil es schadet nicht, glaube ich. Einfach mehr zu entwickeln und so. Wobei, Bauzeit aller Verbesserungen um 20% ist auch natürlich auch nicht schlecht. Wird das dann auch schon vorher fertig? Ja gut, 20%. Könnte vielleicht gerade einen Tag vorher fertig werden. Das ist eine gute Frage. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Bauzeit ist natürlich auch ganz wichtig. Fehlschlagrate wäre auch nicht unwichtig, aber ist auch ein bisschen günstiger. Ich meine, ich habe auch gesagt, ich möchte ein bisschen im Marketing was machen. Wobei, das haben wir das letzte Mal schon gemacht. Stimmt. Bin schon, war meiner Zeit schon voraus. Beziehungsweise ich bin mit dem Kopf heute hinterher. Wie auch immer, machen wir das mal mit der Bauzeit. Ich finde das sogar fast vielleicht sogar, ist beides wichtig, aber ja, wir machen mal das, dann haben wir auch ein bisschen finanziell noch ein bisschen Puffer. Wir machen das mal. Ja, so. Und dann würde ich sagen, wir warten mal, bis das da ist, aber wir gehen trotzdem ganz kurz in die Aktivitäten. Da gibt es nämlich ein bisschen was zu tun. Und zwar PR-Video, ein Tag, Sponsor-Event ist auch nicht schlecht. Das ist super. Finanziertes Team-Event. Alle Teams in der Moral richtig nach oben. Würde ich sagen, das machen wir auf jeden Fall mal. Dann, das können wir auch mal machen. Jetzt ist Team Aero. Ist denn da noch was in Entwicklung? Ah ja, tatsächlich. Das, vielleicht hilft es ja auch noch mal ein bisschen. Dann würde ich sagen, dann machen wir das hier mal noch. Und jetzt haben wir noch eins für 3 Tage. Das will ich jetzt aber nicht unbedingt. Wobei, das bringt Ressourcenpunkte. Auch wenn die anderen verlieren, aber die gewinnen ja auch. Aber dann machen wir das von der, dann machen wir das aber von der Reihenfolge anders. Pass mal auf. Kann man das hier wieder wegmachen? Ja, genau. Dann machen wir erstmal die anderen. Erstmal werden alle ganz traurig. Oh. So, dann werden aber alle gleich wieder super cool. Und dann machen wir das hier noch. Mal gesagt. Und am Schluss machen wir dann die PR-Geschichte. Dann haben wir das doch perfekt ausgeplant. Ja, so. Dann, das haben wir schon ausgegeben. Dann würde ich sagen, dann machen wir direkt mal weiter und warten bis zum 20. bis das Chassis-Fabrik-Upgrade kommt. Das kommt erstmal. Verbesserter Querlenker. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Okay, die sind jetzt sogar schon fertig. Die neuen Aero-Teile. Ups, wo bin ich denn hier? Die sind sogar schon fertig. Und wie ist denn die Moral? Moral ist gerade beim Antrieb schwach und bei der Strapazierfähigkeit auch. Aber gut, Chassis ist mir jetzt erstmal auch wichtig. Aber das wird jetzt gleich nochmal besser, wenn wir dann dieses Moral-Event machen. Dann machen wir erstmal nochmal weiter. Zack, zack, zack. So, halt, halt, stopp. Finanziertes Dings. Hier müsste jetzt die Moral überall gut sein. Naja, da haben wir auch richtig Geld ausgegeben. Und jetzt ist ja die Frage, wird das jetzt auch schon früher fertig? Wahrscheinlich jetzt nicht, ne? Das ist jetzt trotzdem schon fix. Es ist wahrscheinlich erst für neue Upgrades. Ist es wahrscheinlich, ne, 23. Juni. Das ist doch vor dem Event jetzt. Wird es fertig? Ja, eine Monocoque-Struktur. Das hat tatsächlich was gebracht. Geil. Das heißt, bevor wir ins nächste Grand Prix gehen, können wir das die nächste Forschung anstoßen. Na, so jetzt die Theorie. Machen wir mal. Also. Zack. Zack. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Sehr geil. Das heißt, wir haben ja einen richtigen Boost jetzt gemacht im Sinne von den Teilen, weil wir jetzt das Chassis-Teil auch vorher noch reinbekommen haben. Es ist auch nichts fehlgeschlagen. Ja, hier stimmt es jetzt zwar nicht, aber aktuell sind wir in der Rangfolge sogar das 5-beste Team auf einmal. Wobei, es ist halt krass. Guck mal, Haas, Renault, Alpha Tauri, McLaren, Alfa Romeo und wir sind alle auf einem Niveau. Also da ist ja fast kaum eine Differenz zu erkennen. Interessant ist jetzt natürlich, wir sind jetzt in der
Chassis-Geschichte ein bisschen, sogar besser als ein Renault mittlerweile, gleich auf mit Alpha oder beiden Alphas besser gesagt, das ist schon mal cool. Aero sind wir ja auch eigentlich jetzt mittlerweile ganz okay aufgestellt, Motor sind wir halt durch den Ferrari-Motor super aufgestellt, auch wenn wir das schlechteste Team mit einem Ferrari-Motor sind, aber das ist mir eigentlich egal. Und das Geile ist, das ist jetzt durch. Jetzt können wir natürlich noch mal mehr in Gewichtsreduktion machen, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt natürlich rein in die Gewichtsumverteilung, dass wir da auch noch was machen, auch wenn natürlich Reifenabnutzung nicht unwichtig ist. Allerdings ist es wirklich nur die reine Reifenabnutzung, während das uns halt einfach mehr Stabilität auch bringt. Dann können wir auch die Beschreibung... Naja, das ist trotzdem ganz gut. Dann würde ich trotzdem sagen, das machen wir schon mal auch. Ja, zack. Und jetzt haben wir trotzdem noch 800 Punkte über, die wir entweder jetzt wieder sparen könnten oder jetzt halt doch nochmal in zum Beispiel, wobei das wird wahrscheinlich zu teuer sein, ne? Ja. Oder wir könnten natürlich doch mal in den Motor eine Kleinigkeit machen. Wäre vielleicht nicht verkehrt, oder? Motor hat trotzdem nochmal ein bisschen Power, wobei es ist nicht so wichtig. Motor ist jetzt echt nicht unsere Baustelle. Weil Leistung schadet nie eigentlich, aber ich würde sagen, wir sparen es uns auf tatsächlich. Es wird ja jetzt nicht schlechter. Wir sparen es uns auf und dann hauen wir lieber richtig rein. Und wenn wir dann die Abteilung ein bisschen gepusht haben, dass wir auch mehr gleichzeitig forschen können, dann sind wir auch froh drum, dass wir ein bisschen was auf der Seite haben. So sehe ich das zumindest jetzt mal. Wir gehen kurz und ganz kurz mal noch auf die Geschichte. 10 sind wir noch nicht. Wir sind jetzt aktuell auf 9. Wir können auch hier Fahrerboni, aber da fehlt auch noch ein bisschen was. Jeder Bonus kommt dir selbst und deinem derzeitigen Team zugute. Sie bleiben dir erhalten und machen dich bei zukünftigen Verhandlungen für die Teams attraktiver. Auch da können wir was... Achso, Analyse zu... Ja, das ist egal noch. Das Geld sparen wir uns noch. Ja, wunderbar, dann haben wir doch erstmal alles. Dann lassen wir da die Zeit erstmal noch weiter voranlaufen. Ja, und dann steht das Wochenende an auf dem Circuit Paul Ricard in Frankreich in Le Castellet. Das ist das 10. Rennen mittlerweile. Wir nähern uns der Halbzeit. Das ist doch schon mal eine sehr schöne Geschichte. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt rüber auf die Strecke zum Qualifying. Lecco mio, was ist denn bitte mit unserem Auto passiert? Was ist bitte mit unserem Auto passiert? Ja, falls du dich jetzt fragst, was meint Ray überhaupt? Wir haben ja sozusagen die Forschung ein bisschen vorgezogen von dem Chassis-Teil. Ey, das ist ein ganz anderes Auto. Die Probleme, die ich in quasi jetzt fast jedem Rennen vorher hatte, dass ich beim Rausbeschleunigen so zu kämpfen hatte und die Reifen gequält habe und. Exit is more important than corner entry. Slow in, fast out, smooth on the power. Ist quasi wie weggespült. Ich meine, vielleicht liegt es auch am Setup, was wir jetzt hier fahren, aber ich glaube nicht. Vielleicht liegt es auch an der Strecke und den Gripverhältnissen der Strecke, aber ich glaube nicht. Die erste Trainingssession war übelste Regenbedingung, also schlimmer Regen geht nicht. Und dann dachte ich, ach komm, ich fahre mal raus, dass ich einfach auch schon mal mit so richtig Heavy Rain mit unserem Fahrzeug gefahren bin. Und dann dachte ich so, hä? Ich habe voll viel Grip. Was ist jetzt los? Ich fahre hier auf Heavy Wets. Warum habe ich so viel Grip beim Beschleunigen? Ich bin mit diesem Setup hier gefahren. Also gar kein Regen-Setup oder so. Und ja, im letzten Grand Prix, in der letzten Folge, sind wir ja Kanada gefahren. Da war ja auch so ein bisschen Intermediate-Wetter, also so ein bisschen leichter Regen. Ich habe dort viel mehr kämpfen müssen. Es ist krank. Es ist einfach nur krank. Das Auto fühlt sich so geil an wie ein komplett neues Auto, was dieses eine mittelgroße Chassis-Upgrade schon ausgemacht hat. Also warum haben wir das nicht viel früher gemacht? Aber ich habe es ja gesagt, gerade bei Baku war so der Wachruf, hey, wir müssen was ja, am Chassis tun. Gut, wir gehen es aber mal kurz durch, das Setup. Ja, Aero fahren wir 4-7, relativ viel Heckflügel hinten. Warum, zeige ich euch gleich. Wir fahren eine relativ neutrale Diff-Einstellung. Ich finde, zu offen lassen. Also, ich habe gesehen, dass zum Beispiel Dave, also Dave Gaming, liebe Grüße gehen raus an der Stelle, fast immer mit 50er Diff fährt, egal wie. Gut, vielleicht liegt es seinem Fahrstil, der ist sowieso irgendwie ein Goat, was 2020 angeht. Der nimmt mir je nach Strecke 2 Sekunden pro Runde ab. Also, pff.
mindblowing, aber ja, sei es drum. Aber vielleicht hat er auch ein gutes Chassis-Teil schon gehabt. Vielleicht bin ich jetzt auch diese Sekunde auf einmal schneller. Nee, Spaß beiseite. Nee, also ich finde, ein bisschen Stabilität brauche ich einfach, sowohl beim Beschleunigen als auch bei dem, ohne Last. Dann fahren wir, ja, wieder wenig Sturz, wenig Spur. Wir kennen das Spiel schon, man braucht es einfach eigentlich nicht. Wir fahren eine relativ neutrale Radaufhängung, was die Härte angeht. Aber hier ist es entscheidend, wir fahren deutlich weicheren Stabi als hinten. Daher müssen wir natürlich das mit der Aerodynamik in schnellen Kurven abfangen, dass sie hinten stabil bleibt, damit uns der Arsch halt nicht kommt. Wird natürlich spannend sein, das konnte ich im Training jetzt nicht so richtig testen, wie das Setup, wie das neue Chassis-Teil funktioniert, wenn die Benzinlast ganz hoch ist, wenn die Reifen schon ein bisschen abgenudelt sind. Das wird spannend sein. Ja, was man schon dazu sagen kann, im Training war zwar, oder im ersten Training war zwar viel Regen und im zweiten Training war auch noch ein bisschen Regen, aber im Rennen soll es trocken bleiben, auch im Qualifying soll man richtig schönes Wetter haben, aber das kann ich gleich nochmal zeigen. Bremsen, man kennt es schon, ich habe es auch schon mit 51 probiert, mit 50 ist auch völlig okay, Reifen, bisschen weniger vorne tatsächlich, dass die einfach ein bisschen mehr ans Arbeiten kommen. Ich habe ja so ein bisschen immer das Problem gehabt, dass ich die hinteren Reifen irgendwie immer nur zum Arbeiten gebracht habe, dadurch, dass ich die vorne ein bisschen weicher mache, ein bisschen mehr aufliegt, sollte da ein bisschen auch was gehen, aber wie gesagt, ein ganz minimales Verhältnis, sogar relativ ausgeglichen. Ich hätte auch gedacht, dass die linken Reifen mehr belastet werden in Paul Ricard, aber scheinbar ist das bei unserem Setup nicht so der Fall. Ja, wir gehen ganz kurz zum Wetter nochmal. Ihr seht, wunderschönes Wetter im Rennen. Ist es ein bisschen bewölkt, soll aber trocken bleiben. Also alles wunderbar. Ja, und dann würde ich sagen, lang genug geschnackt. Wir gehen mal raus und fahren einfach mal eine Runde. Reifenauswahl bin ich ja schlau mittlerweile und habe immer die Softs mit dabei, weil das mit Mediums taktieren noch nicht so wirklich viel Sinn macht. Und dann würde ich sagen, da gehen wir einfach mal raus und gucken, wie es so ist auf der Strecke. Checks complete. We're ready. Ja, dann geht's raus auf den größten Parkplatz der Welt. So nenne ich ja Paul Ricard ganz gerne. Ja, da wollte ich jetzt nicht davor ziehen, auch wenn ich dafür eine Verwarnung bekomme, aber das ist mir relativ egal. Hinter uns unser Teamkollege, den lassen wir auch gleich vorbei. Na gut. Ich denke, die werden alle eh einen Run machen, dann fahren die eh wieder rein. Das heißt, wir dürften gleich eine freie Strecke haben. Ja, gucken wir gleich mal, wie es läuft. Also, wie gesagt, Fahrzeug fühlt sich fantastisch an, wie ausgewechselt. Ich kann es nur nochmal betonen. Jetzt müssen natürlich halt noch die Rundenzeiten stimmen. Das kann ich meistens aus den Trainings nicht so wirklich rauslesen. Die Trainingsprogramme liefen ganz okay. Es ist jetzt nicht überwältigend gewesen, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm gewesen, wie wir es zum Beispiel in Baku hatten. Da habe ich ja ein Trainingsprogramm, also das Quali-Programm, nicht mal ansatzweise geschafft. Also, ja, mal gucken. So, wir gehen jetzt aber auf die richtigen Einstellungen. Und dann versuche ich hier richtig viel Schwung rauszunehmen oder mitzunehmen aus der letzten Kurve. Und go for it. Erste Fliegende. Ja, Curbs muss man hier hart attackieren. Aber das verleitet leider halt auch sehr dazu, dass man mal abkürzt oder extended, wie gerade eben. Hupsi.
Nice one. Aktuell siebter. Entlöppt, ey. Das Fahrzeug ist geil. Ey, man kann einfach aufs Gas gehen und da passiert quasi nichts. Okay. Wer ist jetzt schneller? Ist okay. Ja, die Racing Points sind ja eigentlich auch nominell schneller. Ja, was ist jetzt das? Ich geh da mit den anderen vorbeilassen. Ja, McLarens sind ja angeblich jetzt ein bisschen schlechter geworden. Ja, abtanken könnten wir. Nee, würde ich jetzt nicht riskieren. Aber so macht es auch tausendmal mehr Spaß, ey. Auf einmal, das ist so krass, wenn sich das gut anfühlt. Das ist so, oh, so ein Befreiungsschlag auf einmal. Also, wenn es richtig, richtig gut läuft, könnten wir es sogar ins Q3 schaffen. Das wäre klar, mit den Top-Teams brauchen wir uns nicht messen, aber vielleicht einen der Spitzen-Mittelfeld-Teams oder so zu schlagen, wäre vielleicht möglich heute. Weil es fühlt sich so gut an, einfach. So. Ja, wir sind auf jeden Fall schon mal unter 1,30 gefahren. Das ist sehr, sehr gut. Ja, und ich könnte mir sogar vorstellen, dass heute Boculacci sogar, wenn er einen ähnlich positiven Effekt mit dem Fahrzeug hat, sogar ins Q2 kommt. Aber schauen wir mal. Ich meine, wir haben es ja gesehen, wie eng das im Mittelfeld ist bei den Fahrzeugen gerade. Das ist alles gleich auf. Das ist echt sehr, sehr, sehr stark jetzt vom Setup und vom Fahrer abhängig. Und wie halt einem auch die Strecke liegt. Damit Paul Ricard so bis auf die letzten paar Kurven komme ich eigentlich ganz gut zurecht, würde ich behaupten. So, jetzt gucken wir mal. Aber aktuell 8er. Jeder müsste schon eine Zeit gesetzt haben, schätze ich mal. So ist es auch. Ah, okay. Vielleicht reizt nicht. So, ja gut, Boculacci, das ist ja auch ist nicht der stärkste Fahrer im Grid gerade. No front an der Stelle. Jetzt gucken wir mal. Erster Sektor ist noch, ist okay im Vergleich. Zweiter auch. Letzter. Ja, letzter ist noch viel Potenzial, aber war klar. Das ist da. Der war auch nicht ganz perfekt gefahren. Ja, hier guck mal. Wenn nicht mehr reingucken. Specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. Jetzt gucken wir gerade mal die Zeit auf 16. Ich riskier's mal. Ich riskier's, dass wir nicht mehr rausfahren in Q1 und spare mir die Reifen fürs Q2. Ich glaube, wir schaffen es da safe rein. Ups. Wir spulen mal vor. Also sind 6 Zehntel auf den Schleudersitz, sage ich jetzt mal. Das muss reichen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt alle nochmal da 6 Zehntel finden. Dass wir Plätze verlieren, das glaube ich schon. Auf jeden Fall. Aber ja, 12. ist okay. Für die Top 10 müssten wir nochmal 2 Zehntel zulegen. Boah, das wäre krass, wenn wir es in die Top 10 schaffen würden. Das wäre richtig krass. Ich meine, das sind jetzt alles Teams, die wir auch schlagen können, ne? McLaren ist ja ein bisschen abgerutscht, wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Ja, zwischen dem zwischen dem Folgen-Intro und dem Quali liegt ja noch das Training dazwischen, was ich ja nicht aufzeichne. Deswegen, da geht ein bisschen Zeit, deswegen weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall, Renault ist richtig. Genau, Renault war es, die richtig abgeschifft eigentlich sind. Und trotzdem sind sie ja so gut. Also, von dem her. Aber Renault muss ich jetzt eigentlich schlagen. Das ist jetzt eigentlich das Ziel. Und, ey, Pierre Gasly wieder mit dem AlphaTauri. Das ist unmenschlich. Der AlphaTauri ist quasi seit eigentlich Beginn dieser MyTeam-Karriere eigentlich nominell schlechter als unser Fahrzeug. Und trotzdem vernichtet der uns gefühlt jedes Mal. Das ist krass. Das ist auch tatsächlich unser Rivale. Ja, den müssen wir eigentlich schlagen. Also, come on. Das muss jetzt nochmal gehen. Aber wir haben jetzt 3 frische Sätze Softreifen. Das heißt, wir gehen direkt raus mit einem frischen Reifen und versuchen direkt nochmal die Zeit von gerade eben zu toppen. 29,8 sind wir gerade eben gefahren. Jetzt versuchen wir vielleicht mal eine 29,7, 29,8 zu fahren. Das wäre doch schon mal ganz geil.
Bisschen Abstand nach vorne. Aber das sollte eigentlich passen. Ferrari hinter uns, er sollte aber auch genug Abstand haben nach hinten. Boah, das wäre es jetzt, ey. Wenn wir hier es ins Q3 schaffen würden. Ich meine, wie gesagt, das Auto fühlt sich fantastisch an. Wenn das im Rennen auch so ist, dann... Ich habe dann richtig, richtig Bock. Ich habe jetzt schon richtig Bock auf das alles. So, da. Okay, Leute. Nochmal volle Konzentration. Ein bisschen zu weit. Der Quersteher hat jetzt Zeit gekostet. fünf. Geil, aber Perez hat uns wieder geschlagen, ey. Die Racing Points sind hier richtig stark. Der Vettel versucht es auf den Mediums, interessant. Sorry. There's only one lap of fuel remaining. Raikön auch schneller, okay. Also das Auto fühlt sich zwar geil an, aber die Konkurrenz schläft nicht, wie man sieht. Ja, das ist jetzt... Boah, Alter. Ungünstig. Jetzt waren alle langsam. Okay, aber ich glaube Leclerc auch auf den Mediums, also die Ferraris versuchen auf den Mediums sich ins Q3 mal nicht zu qualifizieren. Ich verwechsel das immer. Q1 und Q3 verwechsel ich immer, weil ich immer denke, man muss rückwärts zählen, weil 1 ist ja besser. Aber nee, so funktioniert das System nicht. Ich hab gar keinen Sprit mehr, ne? Glaube ich. Oder ich soll vielleicht nicht im 8. Gang fahren, dann wird es auch ein bisschen vorangehen. Wir machen hier gerade voll die Streckenblockade. Aber ich will jetzt auch nicht zu mega krass zurückfahren. Quert auch schneller. Ja, es gibt also noch ein bisschen was zu tun an unserem Fahrzeug. Auch wenn es sich jetzt geil anfühlt. Schnell muss es halt auch noch sein. Aber das ist jetzt Vettel. Hä? War da nicht noch Leclerc? Okay, dann habe ich es verwechselt. Ja, nee, Vettel mit Mediums. Aktuell wären wir 8er. Ja, muss noch ein bisschen was gehen. Schätze ich mal. Aber ich denke, die sind nicht so viel schneller. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
So, gucken wir mal auf die Zeiten. Ja, 4 1/10 müssen wir mal zulegen. Ist aber, denke ich, möglich. Gehen wir direkt wieder raus, hätte ich gesagt. Frische Reifen und ab dafür. Everyone ready? Okay, let's go. Vielleicht schaffen wir dann noch einen dritten Run, wenn wir uns beeilen. Kann nochmal ein Zehntel finden. Also 29,4, 29,3, das wäre natürlich Premium. Muss noch gucken, wo ich es raushole. Der Quersteher hat auf jeden Fall Zeit gekostet. Nach der ersten Schikane. Ja, da muss man den rechten Curb, muss man da härter attackieren auf jeden Fall. Aktuell wären wir 12 da. Ich meine, wäre auch ein gutes Ergebnis, aber ich möchte jetzt gerade so ein bisschen, weil sich das Auto gut anfühlt, diese Euphorie so ein bisschen mitnehmen. Vettel wäre auch raus, also mit Mediums wird es bei ihm nichts. Und auf geht's. Das war hardcore attackiert. Da haben wir die 2 Zehntel, auch wenn es keine schöne Runde war. Hier und da ein bisschen zu sehr über die Curbs gerutscht und so. Man hat aber im Delta gesehen, es ist nicht immer ein Zeitgewinn, weil neben dem Curb oder auf dem Curb ist weniger Grip. Also gerade jetzt aus dieser mittelschnellen Links da im letzten Sektor bin ich ja jetzt so ein bisschen neben die Strecke gekommen. Das ist okay, von Track Limits ist es erlaubt, auch in der echten Formel 1 waren sie da gerne mal ein bisschen drüber, aber ich hatte das Gefühl, es hat so ein paar Hundertstel gekostet. Wenn wir das noch ein bisschen sauberer hinkriegen, kriegen wir vielleicht nochmal ein Zehntel oder so hin. Aber aktuell bin ich super zufrieden. 29,2. Das ist doch Bombe. Ah, ich weiß nicht, ob das nochmal reicht, nochmal rauszufahren. Wir probieren es mal. Ich muss jetzt einfach nur schleunigst zurückfahren. Problem ist, dass die Reifen natürlich auch unsere Startreifen sind, sollten wir in die nächste Session kommen. Ja, die Racing Points richtig stark. Die Renaults, trotz dass sie laut Performance-Tabelle abgerutscht sind, auch noch stark. Wobei, wie schon gesagt, das ist trotzdem ja alles irgendwo auf einem Niveau, also da macht dann der Fahrer und so weiter auch noch viel aus.
100% Reifenabnutzung ist es halt natürlich nicht so geil, aber so müssen wir halt damit leben. Okay. Gucken wir mal, ob wir es nochmal schaffen, rauszufahren. Normalerweise müsste es reichen, nochmal rauszufahren. Dann verballern wir noch den dritten Satz und machen es vielleicht ganz sicher. Weil der Quersteher hat natürlich auch viel Zeit gekostet, aber hat auch irgendwie was gebracht, da mehr Risiko rauszunehmen aus der Kurve. Und trotzdem kommt man das Fahrzeug stabil fangen, was natürlich auch wieder fürs Fahrzeug spricht. Wie gesagt, ich bin gerade echt ein bisschen begeistert von unserem Boliden und hab da auch wieder ein bisschen mehr Vertrauen in das Ganze und ja, ich denke mal, wir entwickeln in die richtige Richtung. Nochmal ein bisschen ins Chassis rein, ein bisschen Aero und dann können wir auch ein bisschen in der Motorpower ein bisschen was machen. Was bringt dir viel Power, wenn du diese Power nicht auf den Asphalt kriegst, im schlimmsten Fall die Reifen damit schrottest, dann ist es ein Teufelskreis, ein negativer. So, wir gehen direkt raus. Der letzte Satz. Sein, wir kommen wirklich ins Q3, dann kriegen wir nochmal einen frischen. Jetzt gucken wir nochmal. Strecke dürfte ja auch ein bisschen schneller werden. Wir sind auch der Letzte, der rausfährt. Das könnte jetzt auch ein bisschen knapp werden vielleicht mit. Wobei, jetzt fast 2,5 Minuten, um über die Linie zu kommen. Ja, ich hoffe, es liegt wirklich, dass sich das so geil anfühlt an dem neuen Chassis-Teil und jetzt nicht an der Strecke oder am Setup. Also, es darf natürlich auch ein bisschen am Setup liegen, aber ich hoffe wirklich, das liegt wirklich jetzt am neuen Chassis-Teil, dass unser Fahrzeug sich so im Positiven verändert hat von seinen Fahreigenschaften. Das macht auf jeden Fall gerade richtig Bock. Man kann halt richtig geil draufstempeln hier. Ohne Angst zu haben, dass die Reifen hinten durchdrehen. Das ist echt geil. Anderthalb Minuten Zeit, um über die Linie zu kommen. Das passt alles. Ja, dieser Knick muss ich auch noch besser hinkriegen. Und genau die Kurve habe ich gemeint. Da bin ich ein bisschen zu weit rausgekommen. Ist okay, aber da außen ist halt kein Grip, wie gesagt. Hat auf jeden Fall laut Delta Zeit gekostet. Das jetzt abstellen wäre vielleicht gar nicht schlecht. So, also Zeit reicht easy. Jetzt komm. Machen wir doch den Q3-Einzug fix vielleicht. Nicht der optimale Winkel hier gehabt. Das hat jetzt leider Zeit gekostet, aber im Tausendstelbereich, damit kann ich leben. Auch hier nicht perfekt rum. Ja, leichter Quersteher, diesmal besser, aber abgefangen. Ja, wenn wir am Ende ein Zehntel rausfischen, dann wäre das schon Bombe. Leider zu weit außen. Hoffentlich kann ich es zu meinem Vorteil nutzen. Komm nicht rum. Komm. Verdammt. Schade, ey. Jetzt habe ich es doch am Ende nochmal weggeschmissen. 12 dann nur noch. Schade, aber trotzdem hat richtig Laune gemacht, das Fahrzeug fühlt sich gut an, wir entwickeln auf jeden Fall in die richtige Richtung, das können wir schon mal aus diesem Qualifying mitnehmen und ja, wer weiß, was im Rennen geht, was da noch so drin ist, ich denke, wir haben eine gute Ausgangsposition, wir haben eine freie Reifenwahl, was vielleicht auch nicht schlecht ist, ja, Gasly vor uns ist auf jeden Fall unser Ziel, den zu schlagen, die Alpha Tauris hinter uns zu lassen.
Ja, mal gucken, was geht gegen Renault und McLaren noch. Ich denke, die sind nicht außer Reichweite, also gegen Norris und Ocon. Ja, Racing Points einfach zu stark. Die sind aktuell hier in dieser Karriere einfach ganz klar die vierte Kraft gerade. Hinter Mercedes, Red Bull und Ferrari. Die werden unter normalen Umständen diesmal nicht zu schlagen sein. Aber wie gesagt, das alles andere ist in Reichweite. Und ja, wie gesagt, ein Zehntel mehr hätte es gereicht. Ein Zehntel mehr. Aber es ist eine knappe Geschichte, aber so soll es sein und das widerspiegelt sich ja auch in der Performance-Tabelle, also vom Schwierigkeitsgrad her kann man sagen, bin ich nach wie vor auf dem richtigen Weg. Einerseits schön, andererseits auch nicht, weil einerseits möchte ich mich ja auch steigern und verbessern, aber ich glaube jetzt mit diesem Grundkonstrukt unseres PXR Racing F1 Team Rennwagens sind wir doch schon mal gut aufgestellt. Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, leider gibt es kein Q3. Trotzdem, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, du bist auch beim Rennen mit am Start beim großen Preis von Frankreich auf dem Circuit Paul Ricard hier in Le Castellet. Und ich würde einfach sagen, bis zur nächsten Folge. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen nach oben da. Ich bin raus. Bis dann. Ciao.